Das Wort Samsara bedeutet nicht Familie, es bedeutet einfach zyklisch. Wer du jetzt bist, ist ein Produkt bestimmter Zyklen. Es gibt viele Arten, dies zu betrachten. Die Zyklen der Sonne, die Zyklen des Mondes und verschiedene andere Zyklen im Universum. Wir sind ein Produkt davon. Nur weil die Körper unserer Mütter mit den Zyklen des Mondes synchronisiert waren, wurden wir hier geboren, nicht wahr? Wir sind also ein Produkt von Zyklen. Unsere Vorstellung von Zeit ist zyklisch. Wenn sich der Planet einmal dreht, sagen wir, es ist ein Tag. Wenn der Mond rundherum läuft, sagen wir, es ist ein Monat. Wenn der Planet die Sonne umkreist, sagen wir, es ist ein Jahr. Unsere Vorstellung von Zeit an sich ist zyklisch. Wenn das alles so wäre und so abliefe, wüsstest du nicht, was Zeit ist, weil es nirgendwo Markierungen gibt. Wenn sich der Planet nur geradeaus irgendwohin bewegen würde, wüsstest du dann, was Zeit ist? Nur weil es sich in Zyklen vollzieht, kannst du entschlüsseln, was Zeit ist. Kannst du eine bestimmte Spanne an Zeit messen. Und dein Leben ist eine bestimmte Menge an Zeit, und es verläuft in Zyklen, weil es ein Produkt davon ist. Das Sonnensystem ist wie eine Töpferscheibe, die dies hervorgebracht hat. Also Zeit und die Zyklen der Zeit. Entweder kannst du in den Zyklen der Zeit gefangen sein, oder du kannst auf den Zyklen der Zeit reiten. Wenn du in den Zyklen der Zeit gefangen bist, sagen wir, du bist in Samsara. Weil das Leben zyklisch wird und sich ständig wiederholt, psychologisch, physiologisch. Physiologisch gibt es definitiv Zyklen. Die monatlichen Zyklen im Körper einer Frau sind mit dem Mond verbunden. Es gibt noch andere Zyklen, die mit der Sonne verbunden sind, die nicht so offensichtlich sind wie die des Mondes. Aber sie finden statt. Wenn du dein Leben aufmerksam beobachtest, wirst du sehen, dass es zyklisch ist. Dieselben Dinge wiederholen sich in verschiedenen Farben, aber dieselben Dinge wiederholen sich über einen bestimmten Zeitraum. Du kannst tatsächlich nachsehen, ob es 12 Jahre, 6 Jahre oder 3 Jahre sind. Es geschieht irgendwann. Wenn dies in sehr kurzen Zyklen geschieht, bist du auf dem Weg zu einem psychologischen Zusammenbruch. Wenn dies in ausreichend langen Zyklen geschieht, leidet man nur unter Langeweile. Wenn du also in diesen Zyklen gefangen bist, nennen wir es Samsara. Wenn du auf den Zyklen in Richtung deiner Befreiung reitest, dann sagen wir, das ist Sannyas. Sannyas muss nicht unbedingt bedeuten, keine Familie zu haben. Samsara muss nicht unbedingt bedeuten, dass man eine Familie hat. Du kannst ein Sannyasi sein und trotzdem in deinem eigenen Samsara sein. Du musst nicht verheiratet sein, du kannst dich auch alleine zerstreiten. Wenn du heiratest, bekommst du zusätzliche Hilfe. Die Menschen sind allein und sie streiten mit sich selbst. Sie brauchen keine Hilfe von irgendjemand. Sie kommen gut allein zurecht mit ihren eigenen Samsara. Passiert es oder nicht? Alleinstehende Menschen befinden sich in ihrem eigenen Samsara, oder nicht? Sie sind in ihr eigenes fortlaufendes Chakar vertieft. Wenn du heiratest, kannst du wenigstens jemandem die Schuld geben. Wegen ihr bin ich so, wegen ihm bin ich so. Diese Worte wurden also mit bestimmten Aspekten des Lebens verbunden. Denn im Allgemeinen glaubt man, dass man nur in Samsara gefangen sein kann, wenn man eine Familie hat. Denn wenn man eine Familie hat, muss man eine bestimmte Menge Geld verdienen. Man muss bestimmte Dinge tun. Wenn Kinder da sind, muss man sich um bestimmte Dinge kümmern. Also werden die Dinge zyklisch. Wenn die Dinge in Zyklen ablaufen, hat man das Gefühl, dass alles besser organisiert ist. Wenn es nicht in Zyklen ablaufen würde, wäre jeder Tag ein neuer Tag. Mit Kindern um dich herum, jeder Tag ein neuer Tag. Du kannst damit nicht umgehen. Es ist besser, wenn es in einem System geschieht. Du wirst also einen Zyklus anstreben.
Du wirst nicht wollen, dass jeden Tag etwas Neues passiert. Du willst eine gewisse Ordnung. Du willst, dass bestimmte erwartbare Dinge passieren. Überraschungen sehen wie Katastrophen aus. Dies geschah eines Tages. Shankaran Pillai war auf dem Heimweg. Und plötzlich dachte er, dass er in den letzten Jahren nichts für seine Frau getan hätte. Also kaufte er einen großen Strauß roter Rosen und ging nach Hause und klopfte an die Tür. Und als sie die Tür öffnete und er mit einem breiten Grinsen im Gesicht versuchte, ihr die Rosen zu geben, explodierte sie einfach. Sie explodierte einfach und sagte, du Dummkopf, weißt du, seit dem Morgen ist der Wasserhahn undicht, der Hund ist krank, die Kinder haben sich um das Essen gestritten, ich habe die ganze Wohnung geputzt und jetzt hast du den Mut, dich zu betrinken und nach Hause zu kommen? Überraschungen können also Katastrophen sein, weil man sich mehr nach Ordnung als nach Aufregung sehnt. Sobald die Zahl der Bälle, mit denen man jongliert, zu groß wird, strebt man nach Ordnung und die Aufregung ist einem egal. Ja oder nein? Wenn du 5 Kinder zu Hause hättest, statt 1 oder 2, dann würdest du danach streben, dass alles wie am Schnürchen läuft. Du willst nicht, dass etwas zusätzlich passiert. Du willst nicht, dass etwas Neues in deinem Haus passiert. Das ist also Samsara. Du willst in Zyklen gehen. Du strebst danach, in Zyklen zu sein, denn zyklisch gibt es zumindest einen Komfort. Du weißt, was als nächstes kommt. Sobald du also in Zyklen gehst, Zyklus bedeutet einen Kreis. Wenn ich sage, dass du dich im Kreis bewegst, bedeutet das einfach, dass du nirgendwo hinkommst. In den Zyklen der Zeit, wenn du in den Zyklen der Zeit gefangen bist, kommst du also nirgendwo hin, sondern gehst durch dieselben Dinge. Weil du ein schlechtes Gedächtnis hast, das ist die einzige Sicherheit. Weil du ein schlechtes Gedächtnis hast, merkst du nicht, dass sich die gleichen Dinge wiederholen. Angenommen, dein Gedächtnis würde dir viele deiner vorherigen Leben eröffnen und du stellst fest, dass du immer wieder dieselben dummen Dinge getan hast, dass du dich immer wieder über dieselben kleinen Dinge aufgeregt hast, dann würdest du dir absolut dumm vorkommen, nicht wahr? Innerhalb des Zyklus bedeutet dieser Zyklus so viel für dich. Er erscheint so, als ob er alles wäre. Wenn du diesen Zyklus durchbrichst und dir etwas jenseits des Zyklus sichtbar wird, ist das, was innerhalb des Zyklus liegt, plötzlich so begrenzt und so bedeutungslos. Die Beziehungen, die Aktivitäten, die Gedanken, die Emotionen, alles, was du als alles in deinem Leben angesehen hast, macht plötzlich Puff. Das ist also Sannyas. Das heißt, du hast die Zyklen der Zeit durchbrochen. Du reitest auf den Zyklen der Zeit. Du bist nicht in den Zyklen der Zeit gefangen. Kann ich das also innerhalb der Familie tun? Du kannst, aber niemand muss es wissen. Wenn sie es wissen, können sie nicht mit dir leben, es sei denn, sie sind auch so. Die Menschen sind auf der Suche nach etwas Bindung. Die Menschen kommen nicht zusammen, um Freiheit zu suchen. Sie kommen zusammen, um Bindungen zu suchen, nicht wahr? Wenn sie wissen, dass du an nichts gebunden bist, wird es gefährlich, mit so einem Menschen zusammenzuleben. Wenn du also die Zyklen der Zeit durchbrochen hast, kannst du bewusst ein Teil davon sein, wann du es sein willst. Aber wenn du es nicht bist, bist du es nicht. Ein Sannyasi in familiären Verhältnissen zu sein, es ist nicht so, als wäre es nicht möglich. Das bedeutet nicht, dass man sich nicht kümmert. Das bedeutet nicht, dass man unbesorgt ist. Das bedeutet einfach, frei von einer bestimmten Situation zu sein. Es gibt viele Menschen, die in Familien leben und es ist ihnen völlig egal. Das ist etwas anderes. Es ist deshalb, weil sie sich in ihrem eigenen Samsara befinden. Sie sind nicht in das andere Samsara involviert. Sie befinden sich in einem kleineren Zyklus ihrer selbst. Absolut involviert zu sein und nicht verstrickt zu sein, das ist der Weg zur Freiheit. Das ist der Weg zur Befreiung.
Wenn du nicht involviert bist, bist du vielleicht einfach gleichgültig. Du wirst in deinem eigenen kleinen Chakra sein. Du wirst sehen, dass Menschen, die scheinbar nicht mit ihrer Umgebung involviert sind, kleine Dinge über sich selbst sind sehr wichtig für sie. Wenn du das störst, drehen sie durch. Ja? Hast du das gesehen? Es ist ihnen egal, ob was auch immer, die Familie, aber ihr Kaffee muss richtig sein. Wenn es keinen Kaffee gibt, drehen sie durch. Sie haben also kleinere Zyklen. Ein Sannyasi in familiären Verhältnissen zu sein, es ist nicht so, dass es nicht möglich ist. Es ist eine größere Herausforderung. Wenn du für dich ein Sannyasi bist, mit niemandem um dich, ist das eine geringere Herausforderung, weil du nichts mit dir herumtragen musst. Als Gautama der Buddha gefragt wurde, ist es gut, in Gesellschaft oder allein zu gehen? Er ist ein sehr brutaler Mann. Er sagte, es ist besser, allein zu gehen, als mit einem Narren zu gehen. Er sagt, wer sonst würde dich heiraten? Ihr versteht mich nicht. Wer sonst wird dich heiraten? Wenn er kein Narr ist, warum würde er dann mit dir zusammen sein? Besser allein gehen als mit einem Dummkopf. Das ist eine bedeutungsschwere Aussage.